Was mich an Simone de Beauvoir fasziniert, ist, dass sie in ihrem Leben und in ihrem Werk sehr konsequent, sehr radikal ist, nicht immer sympathisch, aber alles immer bis zum Ende denkt und auch so dann agiert. Das finde ich sehr faszinierend an Simone de Beauvoir, dass sie auch zu ihrer Zeit, als es verpönt war, in ihren bürgerlichen Kreisen berufstätig zu sein oder nicht verheiratet zu sein, keine Kinder zu haben, dass diese Frau es gewagt hat, einfach so ein unkonventionelles Leben zu führen und sich ihrem Werk konsequent zu widmen. Das finde ich eigentlich faszinierend an ihr. Die unkonventionelle Lebensweise dieser brillanten Schriftstellerin und Philosophin, ihr Werk und ihre Denkanstöße haben auch uns in ihren Bann gezogen. Vor 60 Jahren wurde der Essay »Das andere Geschlecht« veröffentlicht und löste heftige Reaktionen aus. Anlässlich dieses Jubiläums haben wir uns genauer mit der »Mutter des Feminismus«, wie Simone de Beauvoir auch oft genannt wird, auseinandergesetzt und laden auch Sie dazu ein. Ein Porträt von Hertha Gurtner, Birgit Pichler und Michaela Scheußengeier. Sprecherinnen: Hertha Gurtner, Birgit Pichler und Michaela Scheußengeier. Als Expertin und Interviewpartnerin stand uns Florence Hervé zur Seite, der wir sehr herzlich danken möchten. Sie ist freie Autorin und Dozentin, Herausgeberin von Absolut Simone de Beauvoir, Mitredakteurin des Weiberlexikons, des Kalenders und der Zeitschrift Wir Frauen. Unter ihren letzten Büchern Clara Zetkin oder Dort kämpfen, wo das Leben ist, 2007, Frauen und Berge, 2006, sowie Sehnsucht nach den Bergen, Schriftstellerinnen im Gebirge, 2008. Textauszüge aus folgenden Werken: Das andere Geschlecht, Sitte und Sexus der Frau, 1949, Memoiren einer Tochter aus gutem Hause, 1958, Amerika, Tag und Nacht, 1964, Ein sanfter Tod, 1964, Der Lauf der Dinge, 1966, Sartre und ich, das ist eine Osmose, NDR Fernsehporträt 1973, Das ewig Weibliche ist eine Lüge, Interview Der Spiegel 1976, Eine transatlantische Liebe, Briefe an Nelson Algren 1997, Simone de Beauvoir, Ich will vom Leben alles, ein Lesebuch 2007. Ich möchte vom Leben alles. Ich möchte eine Frau, aber auch ein Mann sein. Viele Freunde haben und allein sein. Viel arbeiten und gute Bücher schreiben, aber auch reisen und mich vergnügen. Egoistisch und nicht egoistisch sein. Sehen Sie, es ist nicht leicht, alles, was ich möchte, zu bekommen. Und wenn es mir nicht gelingt, werde ich wahnsinnig vor Zorn. Mein wichtigstes Werk ist mein Leben. Dieses Zitat von Simone de Beauvoir ist bezeichnend für die Verflechtung von Leben und Werk der Philosophin. Geboren am 8. Jänner 1908 in Paris als Tochter aus gutem Haus, wie auch der Titel eines ihrer Werke lautet, wurde sie zum Inbegriff der Rebellion gegen herkömmliche Erziehungs- und Lebensmuster. Ihre Lust am Denken und am Leben lässt sie einen bewussten Gegenentwurf zur traditionellen Frauenrolle ihrer Zeit gestalten. Nachdem sich die finanzielle Lage ihrer wohlhabenden Familie nach dem Ersten Weltkrieg drastisch verschlechterte, musste Simone de Beauvoir einen Beruf ergreifen, da sie, wie ihr Vater anmerkte, wohl nie heiraten wird, da keinerlei Mitgift vorhanden ist. Selber hat sie für sich schon längst beschlossen, ihr Dasein geistiger Arbeit zu widmen. Sie musste also nicht um das Recht auf Ausbildung kämpfen, sondern gehörte zu der kleinen weiblichen Elite, die eine akademische Ausbildung absolvieren konnte. Nach dem Abitur begann sie das Studium der Mathematik und Literatur, um nach einem Jahr in die Königsdisziplin, die Philosophie, an die Sorbonne zu wechseln. Ihr Ausbildungsziel war Philosophielehrerin. Die Abschlussprüfung besteht sie auf Anhieb nach nur 3 Jahren Studium als jüngste Studierende mit dem zweitbesten Ergebnis ihres Jahrgangs. Nur dem älteren Starstudenten Jean-Paul Sartre, der die Prüfung allerdings erst im 2. Anlauf bestand,
muss sie sich geschlagen geben. Die Einförmigkeit der Existenz der Erwachsenen war mir schon immer bemitleidenswert erschienen. Wenn ich mir klar machte, dass sie in Kürze auch mein Los sein würde, wurde ich von Angst gepackt. Eines Nachmittags half ich Mama beim Geschirrspülen. Durchs Fenster sah ich die Feuerwehrskaserne und andere Küchen, in denen Frauen Kochtöpfe scheuerten und Gemüse putzten. Jeden Tag Mittagessen, Abendessen, jeden Tag schmutziges Geschirr. Unaufhörlich neu begonnene Stunden, die zu gar nichts führten. Würde das auch mein Leben sein? Nein, sagte ich mir, während ich einen Tellerstapel in den Wandschrank schob. Mein eigenes Leben wird zu etwas führen. Glücklicherweise war ich nicht für das Dasein einer Hausfrau gemacht. Ihre Themen, auch würde ich als junges Mädchen, waren immer die Freiheit, die Verantwortung, die Existenz. Das sind die großen Themen, die sie eigentlich Zeit ihres Lebens beschäftigt haben. Allerdings in diesen Jahren war sie sehr stark von der theoretischen Auseinandersetzung auch geprägt. Und sie spricht auch von ihren ersten Werken als moralphilosophische Werke. Also diese Fragen haben sie sehr geprägt. Was will ich aus meinem Leben machen? Was bedeutet der oder die andere für mich? Wie ist mein Verhältnis, meine Beziehung zum anderen? Wo liegt meine Freiheit? Wo ist die Freiheit des anderen? Das sind also Grundthemen, die sie sehr jung geprägt haben. Wahrscheinlich auch hat eine Rolle gespielt, dass sie schon sehr früh auch sich von der Kirche getrennt hat. Also für sie war klar mit 14 Jahren, es gibt keinen Gott, es gibt die Verantwortung des Menschen sozusagen. So, das waren gut, und sie haben also in diesen Zeiten, wo sie also nach der Bekanntschaften von Sartre und in dem Kreis um Sartre herum, sie haben sich natürlich sehr stark auch mit philosophischen Werken auseinander, natürlich in der Vorbereitung auch ihrer Aggregation, das heißt also dieser sehr schwierigen Lehramtsprüfung. Es ist manchmal erstaunlich, darüber zu lesen, welche Werke sie zu dieser Zeit auch beschäftigen. In Jean-Paul Sartre sieht Simone de Beauvoir den Doppelgänger, der die Pariser Bourgeoisie genauso verurteilt wie sie selbst. Er wird ihr erster Liebhaber und sie vereinbaren einen Pakt. Eine transparente Beziehung ohne Lügen und Heimlichkeiten, mit absoluter Freiheit für beide. Ihrer notwendigen Liebe, wie sie sie bezeichnen, würden sie immer Vorrang einräumen. Zufallslieben mit anderen seien jedoch ausdrücklich erlaubt. Auf eine Heirat und Kinder würden sie verzichten. Diesen Pakt schlossen sie vorerst für 2 Jahre. Später wird er auf unbestimmte Zeit verlängert. Grundlage für den Pakt ist das Gespräch, der Austausch über die Arbeit, Politik und die Menschen in ihrer Umgebung. Freiheit, Selbstbestimmung und Gleichberechtigung betrachten Sartre und Beauvoir als die Fundamente aller Werte und leben diese Werte auch in ihrem Pakt. Ihr Leben lang siezten sie sich und wohnten nie gemeinsam in einer Wohnung. Beide betonten stets, wie wichtig die gegenseitige Kritik und Auseinandersetzung für ihre jeweiligen Werke und philosophische Entwicklung war. Zuweilen ergaben sich aus dieser freien Beziehung komplizierte Konstellationen, wenn zum Beispiel beide mit derselben Person intim befreundet waren. Auch Eifersucht war beiden nicht unbekannt. Rückblickend bezeichnete das Paar ihre Beziehung aber als großen Erfolg. Wenn das, was man eine freie Verbindung nennt, unter den gleichen Bedingungen abläuft wie eine Ehe, wenn man also einen gemeinsamen Haushalt hat, so regelmäßig gegessen wird, wird die Frau trotz allem die Frauenrolle spielen. Da gibt's zu einer Ehe kaum einen Unterschied. Wir hingegen haben eine sehr flexible Lebensweise, die uns manchmal erlaubt hat, unter demselben Dach zu leben, ohne ganz zusammen zu sein. Diese Art von Freiheit,
die wir im Alltag aufrechterhalten haben, ist wichtig und hat verhindert, dass sich zwischen uns die lähmende Seite der Ehe breitmachte. Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre und Albert Camus zählen zu den Hauptvertreterinnen des Existenzialismus, eine französische Strömung der Existenzphilosophie, die den Menschen und seine Freiheit im Handeln in den Mittelpunkt stellt. Im Existenzialismus wird vorausgesetzt, dass der Mensch bei allen seinen Handlungen die volle Verantwortung tragen muss. Der Mensch ist zur Freiheit verdammt, seine Handlungen allein zu bestimmen. Somit besteht die Freiheit in der Möglichkeit, sich selbst zu entwerfen. Erst im Handeln entwickelt der Mensch seine Essenz. Unabhängig von Sartre erschließt sich Beauvoir eigene Themen für ihre Arbeiten. 1943 veröffentlicht sie ihr erstes Buch, eine Art Kriminalroman, mit dem Titel »Sie kam und blieb«, nachdem sie ihre Tätigkeit als Philosophielehrerin aufgeben musste. Mit diesem Werk und dem weiteren existenzialistischen Roman »Das Blut der Anderen« 1945 gelang ihr der schriftstellerische Durchbruch. Ich denke, das ist sehr schwierig, das Jacques Beauvoir von ihrem Leben zu trennen, weil ihr Schreiben einfach sehr stark autobiografisch geprägt ist und wiederum ihr persönliches Leben sozusagen zum Kunstwerk verarbeitet wird. Und dieses Leben, das sind immer Selbstentwürfe, Versuche zur Emanzipation. Also ich würde sagen, das Leben und Schreiben sind zwei Seiten derselben Medaille. Zum anderen ihr Werk, sagt sie immer. Die unmittelbar gelebte Erfahrung, l'expérience vécue, ist sozusagen auch die Grundlage für ihr Werk, für ihre Philosophie, für ihre Weltanschauung. Also es scheint mir schwierig, das voneinander zu trennen. Das kann man natürlich machen für die theoretische Auseinandersetzung, aber man wird Simone de Beauvoir nicht gerecht, wenn man beides voneinander trennt. Bis 1954 veröffentlicht Simone de Beauvoir weitere Romane. Für Le Mandarin de Paris, ein Porträt der Pariser intellektuellen Szene, erhält sie den renommierten Literaturpreis Prix Goncourt. 1945 erhält sie eine Einladung zu einer Lesereise nach Amerika. In Chicago lernt sie den jungen, einzelgängerischen Nelson Algren kennen. Es ist der Beginn einer sehr leidenschaftlichen Beziehung von beiden Seiten. Nach einigen Jahren geben sie jedoch den Versuch einer transatlantischen Beziehung auf. Ihre zahlreichen Reisen verarbeitet Beauvoir in ihren Werken und Reisetagebüchern. Diese sind unverwechselbare Beauvoirsche Mischungen aus kritischem Bericht, nachdenklichen Monologen und analytischen Untersuchungen und können als wichtige Zeitdokumente gelesen werden, sind aber zugleich auch immer Zeugnis ihrer eigenen Befindlichkeit. Ich bin in meinem Leben schon an so vielen Orten gewesen, von denen die Wohlgesinnten behaupteten, dort könne man nicht hingehen, dass ich mich nicht allzu sehr beeindrucken ließ. Kurz entschlossen machte ich mich auf den Weg nach Harlem. Ich lief durch die großen Avenuen und die kleinen Straßen. Wenn ich müde war, setzte ich mich in die Anlagen. In Wahrheit konnte mir gar nichts zustoßen. Und wenn ich mich nicht restlos sicher fühlte, dann nur wegen der Furcht im Herzen der Menschen, die meine Hautfarbe haben. Wenn ein reicher Bourgeois, der sich in eine ausgehungerte Vorstadt wagt, Furcht empfindet, so ist das natürlich. Er bewegt sich in einer Welt, die der seinigen Feind ist und sie eines Tages besiegen wird. Ich denke einerseits natürlich, dass dieses Buch, Das andere Geschlecht, war damals so eine Sensation und hat so viel Erfolg gehabt, dass das natürlich Schatten geworfen hat auf das andere Werk von Simone de Beauvoir. Das wurde in erster Linie wahrgenommen, genauso ihre Memoiren. Zum anderen natürlich stand sie auch im Schatten des berühmten Philosophen Jean-Paul Sartre. Es gibt eine Auseinandersetzung darüber, ob nicht Sartre eigentlich derjenige ist, der so viel von Simone de Beauvoir profitiert hat, von ihrer Philosophie und so. Ich glaube, beide sind tatsächlich als eine Art Philosophenteam zu sehen. Sie haben immer alles miteinander besprochen. Beauvoir sagt auch übrigens, dass Sartre eigentlich der Kreator, der mehr schöpferische war,
aber dass sie Theorien nie angenommen hat, ohne darüber zu reflektieren, zu widersprechen und ohne diese Theorien weiterzuentwickeln. Ich finde allerdings sehr ärgerlich, dass gerade jetzt in diesem Jahr des 150. Geburtstags von Simone de Beauvoir, dass nicht nur das philosophische Werk praktisch unter den Tisch gekehrt wurde, sondern das Engagement von Simone de Beauvoir für gesellschaftliche Belange. Das ist absolut unbekannt. Ihr Engagement gegen den Krieg in Vietnam zum Beispiel. Sie war praktisch die einzige Frau, die an dem Russell-Tribunal teilgenommen hat Mitte der 60er Jahre zur Verurteilung der US-Aggression in Vietnam. Oder ihr Engagement gegen den Kolonialkrieg in Algerien, gegen den französischen Kolonialismus. Sie war da sehr, sehr engagiert. Das ist praktisch unbekannt. Ich denke, weil es unbequem ist auch, weil man auch so lieber auf die Frauenfrage irgendwie reduzieren möchte. Und auch übrigens bei dieser Reduzierung auf diese Frauenfrage bei ihr sind bestimmte Themen auch dort ausgegrenzt. Zum Beispiel Simone de Beauvoir hat sich immer nicht nur für die Gleichberechtigung der Frau, für die Befreiung der Frau eingesetzt. Sie hat aber auch gleichzeitig gesagt, dass eine andere Gesellschaft, der Sozialismus, eine Voraussetzung für die Emanzipation der Frau ist. So, das sind Sachen, die nicht gesagt werden, die nicht rezipiert werden, was ich persönlich sehr schade finde. Aber ich denke, das hat auch schon mit dem Zeitgeist auch zu tun. Und man pickt sich eben das raus, was gerade für den einen oder den anderen interessant ist. Und das, was unbequem ist, was vielleicht noch radikaler ist, das wird einfach ausgegrenzt. Das eben zitierte Werk »Das andere Geschlecht« im Originaltitel »La deuxième sexe« wird 1949 veröffentlicht und wurde bereits in 121 Sprachen übersetzt. Es besteht aus zwei Büchern. Zum einen das Buch »Fakten und Mythen«. Hier werden die biologischen Grundlagen des Geschlechtsunterschieds sowie die Rolle der Frau im historischen Wandel untersucht. Was ist eine Frau? Tota mulier in utero. Eine Gebärmutter, sagt der eine. Über manche Frauen urteilen Kenner jedoch, das sind keine Frauen, obwohl sie einen Uterus haben wie alle anderen. Von allen wird einmütig anerkannt, dass es innerhalb der menschlichen Spezies Weibchen gibt. Sie stellen heute, wie ehedem, etwa die Hälfte der Menschheit. Und doch sagt man uns, die Weiblichkeit sei in Gefahr. Man ermahnt uns, seid Frauen, bleibt Frauen, werdet Frauen. Nicht jeder weibliche Mensch ist also zwangsläufig eine Frau. Er muss an jener geheimnisvollen, bedrohten Realität der Weiblichkeit teilhaben. Wird diese von den Eierstöcken produziert? Im zweiten Teil beschreibt Beauvoir Erfahrungen der Frauen. Die weibliche Kindheit und Pubertät, Formen der Sexualität und der Liebe, sowie das Dasein der Mütter und Hausfrauen. Die Beschaffenheit der weiblichen Erotik und die Schwierigkeiten eines freien sexuellen Lebens verleiten die Frau zur Monogamie. Doch eine feste Liaison oder eine Ehe verträgt sich bei ihr viel weniger mit einer Karriere, als dies beim Mann der Fall ist. Es kommt vor, dass sie vom Geliebten oder vom Ehemann dazu aufgefordert wird, auf ihre berufliche Laufbahn zu verzichten. Gibt sie nach, ist sie wieder eine Hörige. Lehnt sie ab, verurteilt sie sich zu einer unerquicklichen Einsamkeit. Die scharfsichtige Analyse der patriarchalen Strukturen und der Aufruf Beauvoirs an die Frauen, sich vom Joch der Hausarbeit und Mutterschaft zu befreien und sich durch wirtschaftliche Unabhängigkeit zu emanzipieren, löst einen Skandal ungeahnten Ausmaßes aus. Sogar ihr Schriftstellerkollege Albert Camus, der damals noch ein Freund war, meinte zu diesem Werk, sie haben den französischen Mann lächerlich gemacht. Das andere Geschlecht aber, also die Leserinnen, zeigten sich begeistert ob der wichtigen Erkenntnis, dass ihre Situation nicht biologisch, sondern kulturbedingt ist. Man wird nicht als Frau geboren, man wird es, wie Beauvoir in ihrem Essay schreibt. Ein Kernsatz, der allerdings nach wie vor oft falsch übersetzt und interpretiert wird. Mancher Hörerin wird eher dieser Übersetzung bekannt sein.
Man wird nicht als Frau geboren, man wird dazu gemacht. Beauvoir wollte mit diesem Satz aber zeigen, dass auch die Frauen selbst mitverantwortlich sind bei der Konstruktion ihrer Rolle und als Mittäterinnen zur eigenen Unterdrückung beitragen. Sie sagt irgendwo an einer Stelle, dass die Menschen Angst vor der Verantwortung haben. Sie haben Angst, ihre Freiheit zu benutzen. Und aus dieser Angst heraus wollen sie dann aufgeben, diese Freiheit. Und genau das ist es, diese Angst eben vor der eigenen Verantwortung. Es ist doch viel einfacher zu sagen, die Männer, die Gesellschaft ist verantwortlich, hat mich dazu gemacht, was ich bin. Ja, das ist doch sehr bequem. Das ist praktischer. Ich bin Opfer. Und diese Theorie, diese Opfertheorie, hat immer noch ihre Anhänger und Anhängerinnen. Und das ist natürlich sehr praktisch. So, und für Beauvoir ist natürlich die Verantwortung ganz, ganz wichtig, die Selbstverantwortung. Und das ist der Sinn dieses Satzes. Ich bin nicht nur Opfer, ich bin auch Mittäterin. Ich bin auch diejenige, die auch über mein eigenes Leben entscheidet. Diese Entscheidung kann mir niemand wegnehmen. Das ist eine Verantwortungstheorie, die ich eigentlich weiterhin für sehr wichtig, auch sehr aktuell empfinde. Ja, das ist in unserer heutigen Zeit, glaube ich, nicht so ganz bequem. Zu der Zeit, als das andere Geschlecht erscheint und auch in den darauffolgenden Jahren, bezeichnet sich Beauvoir noch als Antifeministin und glaubt daran, dass sich die Situation der Frauen durch gesellschaftliche Veränderungen von selbst verbessern wird. Beauvoir glaubt an die Befreiung der Frauen durch den Sozialismus. Als sie dies als Irrglauben erkennen muss, schließt sie sich Ende der 60er Jahre der zweiten Frauenbewegung des 20. Jahrhunderts an und wird zur Galionsfigur des Feminismus. Auch die in den 1990er Jahren außerhalb des Hochschulbereichs aufkommende Diskussion um die soziale Konstruktion von Geschlecht als Gender kann als von den Werken Beauvoirs mit initiiert angesehen werden. Ja, Simone Beauvoir hat zweifelsohne Einfluss gehabt auf Judith Butler, die US-amerikanische Feministin und Theoretikerin in der Thesen der Dekonstruktion der Geschlechter, also über das soziale Konstrukt Geschlecht und über in dieser ganzen Auseinandersetzung Differenz und Gleichheit, die es in Frankreich gegeben hat, hat sie zweifelsohne auch die Diskussion geprägt, als es zuletzt auch um die Parität ging. Sie spielt eine Rolle auch heute in der Auseinandersetzung. Ich glaube, Simone de Beauvoir ist weiterhin ein Muss, wenn man sich mit feministischen Theorien auseinandersetzt. Und wie gesagt, also die neuen feministischen Theorien seit Butler sind schon von Simone de Beauvoir geprägt. Also im Grunde genommen, dass Frauen nicht in erster Linie Natur, sondern Kultur geprägt sind. Zwischen 1958 und 1972 widmet sich Simone de Beauvoir der literarischen Rekonstruktion ihres bisherigen Lebens. Sie schreibt 4 Memoirenbände. Zu diesen autobiografischen Werken zählen auch Ein sanfter Tod 1964, der Bericht über den Tod ihrer Mutter, sowie das Buch Die Zeremonie des Abschieds über den Tod Sartres 1981. Die Krankengymnastin trat in ihr Bett, schlug die Decke zurück und packte Mamas linkes Bein. Ihr Nachthemd stand offen und gleichgültig stellte sie ihren verrunzelten, von winzigen Falten überzogenen Bauch und ihre kahl gewordene Scham zur Schau. »Ich schäme mich gar nicht mehr«, sagte sie überrascht. »Daran tust du recht«, bemerkte ich. Doch ich wandte mich ab und vertiefte mich in die Beobachtung des Gartens. Das Geschlechtsteil meiner Mutter zu sehen, hatte mir einen Schock versetzt. Kein Körper existierte für mich weniger, er existierte für mich nicht mehr. Simone de Beauvoir stirbt am 14. April 1986 in Paris, der Stadt, die ihr Leben entscheidend geprägt hat, und wird am Friedhof von Montparnasse, unweit ihres Geburtshauses, begraben. Ihr Werk hinterlässt sie ihrer Lebenspartnerin Sylvie Le Bon, mit der sie die letzten Jahrzehnte zusammenlebte und die sie schließlich als Tochter adoptierte. Nach wie vor werden Aussagen und wichtige Lebensabschnitte falsch interpretiert. Ein prominentes Beispiel wurde bereits erwähnt. Die falsche Übersetzung des Kernsatzes
Man wird nicht als Frau geboren, man wird es. Es werden einige Aussagen aus ihrem Kontext auch herausgehalten. Ich will vielleicht zwei Beispiele nennen. Sie sagte einmal, dass die Mutterschaft eine Falle ist. So, und daraus wird geschlussfolgert, gut, also sie ist absolut gegen die Mutterschaft. Beauvoir sagt aber, es ist eine Falle unter den jetzigen frauenfeindlichen, sexistischen, kinderfeindlichen Bedingungen. Und sie sagt außerdem, das, was sie für sich selbst denkt, aber sie sagt immer, sie möchte ihr Modell oder das, was sie macht, nicht als Modell verstanden wissen für andere Frauen. Jede muss für sich entscheiden, wie und was. Oh nein, ich habe nichts dagegen. Ich habe etwas gegen die Ideologie, die von allen Frauen verlangt, Mutter zu werden, und gegen die Umstände, unter denen Frauen Mütter sein müssen. Mutterschaft ist heute für Frauen eine böse Falle. Oder zum anderen, wie sie Anfang der 70er Jahre sich dann in der Frauenbewegung engagiert, vorher praktisch theoretisch auseinandergesetzt in das andere Geschlecht. Ihr Engagement ist eigentlich 20 Jahre später mit dem Selbstbezichtigungsmanifest in Sache Abtreibung, Le Manifeste des Salopes. Und da fängt sie an, auch sich richtig dann in die feministische Bewegung zu engagieren. Sie sagt aber auch immer, und das sind wenige, die das wissen, dass sie sich weigert, in ein Weiberghetto eingeschlossen zu sein, dass es für sie sehr wichtig ist, nicht nur den Geschlechterkampf, sondern den Klassenkampf auch voranzutreiben. Also das sind für sie zwei Elemente. Sie hat das immer wiederholt, zum Beispiel in dem Interview mit John Gerassi, dass sie das nicht voneinander trennen kann. Beides ist für sie wichtig. Und es ist natürlich, finde ich, etwas ärgerlich, wenn nur die eine Seite einfach rausgenommen wird. Sie ist Feministin, ja. Sie hat für die Emanzipation der Frau gekämpft, ja. Aber es wird so abstrahiert von ihren Ansichten über die Gesellschaft, in der diese Emanzipation der Frau stattfindet. Und sie sagt ganz klar, eine Gleichberechtigung der Frau, eine wahre Gleichberechtigung der Frau ist im Kapitalismus nicht möglich. Mit ihrem Werk und Leben, das von gesellschaftspolitischem Engagement geprägt ist, gab und gibt Simone de Beauvoir vielen Frauen entscheidende Denkanstöße und Richtungsweisungen. Als Lehrstück in Sachen Unabhängigkeit und Kampfgeist kann sie aber allen denkenden Menschen empfohlen werden. Also ich denke, es lohnt sich, mit den Aussagen von Beauvoir zu verschiedenen Themen auseinanderzusetzen und das mit unserer heutigen Situation zu vergleichen und das weiterzuentwickeln. Es ist klar, dass, wenn ich an das andere Geschlecht denke, das Buch ist 1949 geschrieben worden, manche Fakten, manche Feststellungen sind inzwischen überholt. Klar, es sind 60 Jahre. Und das sind Sachen, die natürlich weiterentwickelt werden müssen von den jüngeren Frauen. Und ich denke, eine Frage, also jetzt die im Grunde genommen weiterhin von großer Aktualität, und ich möchte das in dieser Gesamtheit wissen, das sind die Gewaltverhältnisse, in denen wir leben, unter denen wir leiden und die ganze Gesellschaft beherrschen. Das sind Fragen, die weiterentwickelt werden sollen. Sexismus und Rassismus sind Fragen, die auch von Beauvoir angegangen wurden und die meines Erachtens auch weiterhin von großer Aktualität sind und die weiter auch entwickelt werden müssen. Bezeichnend ist nur, dass man mich als anormal hinstellt. Wenn meine Kritiker damit sagen wollen, dass ich ihnen nicht ähnlich bin, machen sie mir ein Kompliment. Tatsache ist, dass ich Schriftstellerin bin. Eine Schriftstellerin ist keine Hausfrau, die Bücher schreibt, sondern ein Mensch, dessen gesamtes Dasein vom Schreiben beherrscht wird. War mein Leben wirklich asketisch, rein vom Verstand bestimmt? Mein Gott, ich habe nicht den Eindruck, dass meine Zeitgenossen
sich auf dieser Erde gar so viel besser amüsieren als ich oder dass ihre Erfahrungen so viel umfangreicher seien. Auf jeden Fall beneide ich niemanden, wenn ich meine Vergangenheit betrachte. Ein Porträt von Michaela Scheußengeier, Birgit Pichler und Hertha Gurtner. Wir bedanken uns bei der Simone de Beauvoir-Expertin Florence Hervé, die uns für ein Interview zur Verfügung stand.